Dieses Videotraining behandelt den Warenabsatz inklusive Anzahlung, Gutschrift und Kundenskonti. Schauen wir kurz in unser Preview, was uns in dem Modul Warenabsatz, Anzahlung, Gutschrift und Kundenskonti alles erwartet. Zunächst müssen wir einige Kosten- und Preisbegriffe nochmals wiederholen, nämlich den Sofortrabatt, den Warenwert oder auch die Warenkosten, Verpackungs- und Transportkosten. Danach werden wir eine Ausgangsrechnung erfassen, die wir unserem Kunden zugestellt haben. Und sofern die Bankgutschrift erfolgt, müssen wir diese natürlich auch in der Buchhaltung entsprechend registrieren. Danach machen wir einen etwas abgewandelten Geschäftsfall. Wir gehen hin und verlangen erstmal eine Anzahlung und die wird dann später mit unserer Schlussrechnung aufgelöst. Auch das müssen wir in der Buchhaltung entsprechend handeln. Danach folgen zwei nicht so schöne Fälle aus unserer Sicht. Wir müssen eine Gutschrift ausstellen wegen Rücksendung. Also unser Kunde schickt die Ware wieder zurück. Und die nächste Sache, etwas abgemildert, wir machen eine Gutschrift und müssen unserem Kunden wahrscheinlich wegen Qualitätsmangel einen Preisnachlass einräumen. Außerdem bieten wir unserem Kunden auch noch in einem neuen Geschäftsfall Kundenskonti an. Also für vorzeitige Zahlungen gibt es bei uns 2% Skonti. Dann haben wir noch wichtige Konten in diesem Kapitel. Wir schauen mal eben rein. Das sind natürlich fast alles Ertragskonten. Warum? Weil wir natürlich beim Warenabsatz sind. Und das ist für uns natürlich ein Ertrag. Schauen wir rein. Das erste Konto im Ertragsbereich sind die Umsatzerlöse für Waren. Hier werden also die Waren drauf gebucht. Dann gibt es ein Berichtigungskonto mit dem Namen Erlösberichtigung. Es gibt das Ertragskonto Kundenskonti. Das werden wir ganz zum Schluss kennenlernen. Und wir haben noch ein Aufwandskonto dabei, das sind die Transportkosten und außerdem ein passives Konto, nämlich die erhaltenen Anzahlungen. Bevor wir jetzt in den Warenabsatz einsteigen, müssen wir noch ein paar Grundlagen klären. In unserem Geschäftsbetrieb kaufen wir Ware ein und verkaufen diese wieder. Das ist dann die klassische Handelsware. Es gibt auch den Begriff der Erzeugnisse. Erzeugnisse sind selbst erstellte Produkte und auch Leistungen, die wir veräußern. Den Begriff der Sofortrabatte haben wir ja bereits bei der Warenbeschaffung kennengelernt. Aber möglicherweise müssen wir auch unserem Kunden Sofortrabatte gewähren, beispielsweise weil er ein Wiederkäufer ist oder weil die Ware leichte Mängel hat. Für die Buchhaltung sind die Sofortrabatte nicht relevant. Sie werden sofort von dem Listenpreis abgezogen und was übrig bleibt, ist dann der rabattierte Warenwert und den erfassen wir in der Buchhaltung. Für unseren Warenwert steht ein Ertragskonto zur Verfügung, das heißt Umsatzerlöse aus Waren. Das werden wir noch näher kennenlernen. Natürlich kann es sein, dass wir Verpackung, Transport und Versicherungskosten unserem Kunden mit in Rechnung stellen. Dies stellt aus unserer Sicht eine Leistung dar. Und es spielt keine Rolle, ob wir diese Leistung einkaufen oder ob wir diese Leistung selbst erbringen. Dies buchen wir zusammen mit dem Warenwert auf unserem Ertragskonto Umsatzerlöse aus Waren. Und genauso wie bei der Warenbeschaffung gibt es natürlich Geschäftsfälle, die wir jetzt gleich einzeln durchgehen. Es gibt die Anzahlung, es gibt die Gutschrift wegen Rückgabe, es gibt die Gutschrift wegen Preisnachlass und es gibt die Zahlung mit Kundenskonti. Fangen wir mit einem ganz einfachen Geschäftsfall an. Wir liefern an unseren Kunden 10.000 Notizblöcke und schicken ihm natürlich die entsprechende Rechnung. Außerdem haben wir einen Sofortrabatt dabei, weil wir etwas zu spät liefern, räumen wir ihm direkt einen Rabatt von 1.000 Euro an. Schauen wir uns die Rechnung etwas näher an. Wir haben hier die Notizblöcke stehen, laut Kostenvoranschlag, den kürzt man übrigens ab mit KVA. Und das sind insgesamt 11.000 Euro. Das ist der Listenpreis oder unser Ausgangspreis, den wir ursprünglich haben wollten. Jetzt räumen wir einen Rabatt ein, weil wir eben etwas zu spät dran sind und sagen, okay, du bekommst eine Ermäßigung von 1.000 Euro. Dann kommen wir zu einem rabattierten Warenwert von insgesamt 10.000 Euro. Jetzt gibt es noch Kosten für Verpackung und Transport. Da haben wir hier mal 500 Euro angesetzt. Und alles zusammen ergibt dann den Netto-Rechnungsbetrag von 10.500 Euro. Jetzt müssen wir natürlich die Umsatzsteuer noch
draufrechnen und das machen wir hier, da kommen die 19% drauf und das sind 1.995 Euro. Beides zusammen, also Netto-Rechnungsbetrag und Umsatzsteuer, ergibt den Brutto-Rechnungsbetrag und das sind in diesem Fall 12.000 Euro, 495 Euro. Kommen wir zu unserem Buchungssatz. Wie buchen wir diese Ausgangsrechnung? Und da bedienen wir zuerst das Konto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit dem Gesamtbetrag, nämlich mit 12.495 Euro, an Umsatzerlöse für Waren. Da kommen 10.500 drauf, das ist der Netto-Warenwert. Und an die Umsatzsteuer, die dürfen wir nicht vergessen, kommt 1.995 Euro drauf. Schauen wir uns mal ein bisschen näher die Konten noch an. Das erste Konto, das kennen wir schon, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das ist nichts anderes wie ein Aktivkonto und da findet eine Buchung im Soll statt, also mehrt sich der Kontostand. Das nächste Konto ist ein Ertragskonto und das ist das Konto Umsatzerlöse für Waren und hier wird im Haben gebucht 10.500 und weil es ein Ertragskonto ist, mehrt sich auch dieses. Außerdem haben wir noch unser Umsatzsteuerkonto. Das stellt ja eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt dar, weil wir die Umsatzsteuer ja am Ende des Monats weiterreichen müssen. Und es ist ein Passivkonto und da haben wir hier hinten im Haben gebucht, also mehrt sich auch die Umsatzsteuer. Jetzt müssen wir noch die Rechnung bezahlen, die unser Logistikunternehmen für die Zustellung der Ware an unseren Kunden uns geschickt hat. Und schauen wir uns den Eingangsbeleg, also die Eingangsrechnung an. Wir haben hier Transportkosten von 300 Euro. Das führt dann zu einem Netto-Rechnungsbetrag ebenfalls von 300 Euro. Hinzu kommt noch die Umsatzsteuer, in diesem Fall 57 Euro. Für uns stellt das natürlich die Vorsteuer dar, weil wir müssen sie ja bezahlen. Und insgesamt kommen wir auf einen Rechnungsbetrag von 357 Euro. Die müssen wir jetzt erstmal verbuchen, dann tun wir das doch. Wir haben einmal Transportkosten 300 Euro, Vorsteuer 57 Euro, an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von insgesamt 357 Euro. Werfen wir noch einen Blick auf die Konten. Hier unser Transportkostenkonto, das ist ein Aufwandskonto und da buchen wir im Soll. Das heißt, der Aufwand steigt. Dann gehen wir mal weiter hier auf die Vorsteuer. Die Vorsteuer ist ja ein Aktivkonto, stellt ja eine Forderung gegenüber dem Finanzamt dar und wir buchen hier ebenfalls im Soll. Dann gehen wir rüber an das Gegenkonto und das ist Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und da werden 357 Euro gebucht und die werden gebucht im Haben und weil es ein Passivkonto ist, steigt dann auch dieses Konto. Gehen wir weiter, müssen wir noch die Überweisung machen über 357 Euro, dann haben wir unseren Lieferanten bedient, also machen wir das eben. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 357 Euro an Bank, ebenfalls 357 Euro. Jetzt gucken wir auch mal hier hinten an den Konten, was passiert da. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Passivkonto. Das haben wir ja eben gemehrt, indem wir hier oben die 357 Euro drauf gebucht haben. Und jetzt kommt die Buchung auf der Soll-Seite und damit ist die Verbindlichkeit ausgeglichen. Und unser Bankkonto wird etwas gemindert, nämlich um 357 Euro. Das Bankkonto ist ein Aktivkonto und wir buchen hier auf der Haben-Seite. Jetzt setzen wir einen drauf und verlangen von unserem Kunden zunächst eine Anzahlung. Das kann verschiedene Gründe haben, beispielsweise, dass es sich um einen Neukunden handelt oder dass das Auftragsvolumen sehr groß ist. Auf jeden Fall möchten wir, bevor wir mit der Produktion oder der Lieferung beginnen, zunächst einen Teil der Endabrechnung schon vorab haben. Also machen wir Folgendes, wir schicken ihm eine Anzahlungsrechnung und diese Anzahlungsrechnung wird später auf dem Passivkonto erhaltene Anzahlung gebucht, weil eine Anzahlung, die wir erhalten, also von unserem Kunden, generell eine Verbindlichkeit gegenüber unserem Kunden darstellt. Wir müssen ja noch leisten.
Kommen wir zum Geschäftsfall, also Anzahlungsrechnung über 3.570 Euro brutto wird an den Kunden geschickt. Jetzt gehen wir in die Buchhaltung und schauen uns zunächst erstmal den Beleg genau an. Wir haben eine Anzahlung auf unsere 10.000 Notizblöcke von netto 3.000 Euro und das ist dann auch der Netto-Rechnungsbetrag, ebenfalls 3.000 Euro und jetzt kommt die Umsatzsteuer noch hinzu, die dürfen wir nicht vergessen, 570 Euro, das macht dann einen Rechnungsbetrag von 3.570 Euro aus. Wie wird das jetzt gebucht? Eigentlich so wie immer, unser Buchungsvorgang heißt Forderungen aus Lieferungen und Leistungen über insgesamt 3.570 Euro an erhaltene Anzahlungen 3.000 Euro und an die Umsatzsteuer 570 Euro. Schauen wir uns kurz die Konten ein bisschen an. Unser Forderungskonto aus Lieferungen und Leistungen ist ein Aktivkonto. Da wurde gerade im Soll gebucht. Damit wird es vermehrt. Das Konto erhaltene Anzahlungen, auf denen die 3.000 Euro, also der Netto-Rechnungsbetrag, gebucht wurde, ist ein Passivkonto. Und hier findet ebenfalls eine Mehrung statt, denn es ist eine Habenbuchung. Und unsere Umsatzsteuer, das ist ja eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt, die müssen wir noch abführen, ist ein Passivkonto und damit haben wir auch hinten im Haben gebucht. Also hat sich die Umsatzsteuer Schuld gegenüber dem Finanzamt gemehrt. Ein paar Tage später schauen wir auf unserem Bankkonto nach und wir entdecken die Gutschrift von unserem Kunden über insgesamt 3.570 Euro und das müssen wir natürlich jetzt auch verbuchen, denn er hat seine Anzahlung geleistet. Also der Buchungssatz Bank 3.570 Euro an Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ebenfalls 3.570 Euro. Werfen wir noch einen Blick auf die beiden Konten. Wir haben sowohl das Bankkonto als auch das Forderungskonto aus Lieferungen und Leistungen auf der Aktivseite der Bilanz stehen. Das sind also zwei aktive Bestandskonten und was hier durchgeführt wird, ist nichts anderes wie ein Aktivtausch. Nachdem unser Kunde seine Anzahlung geleistet hat, steht eigentlich der Auslieferung seiner Ware nichts mehr entgegen. Also machen wir das und liefern ihm 10.000 Notizblöcke, die er bestellt hat und schreiben ihm natürlich auch die Schlussrechnung. Werfen einen Blick in den Beleg rein. Wir haben 10.000 Notizblöcke, die kosten 10.000 Euro. Den Sofortrabatt haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Und es gibt noch Verpackung und Transport. Das stellen wir mit 500 Euro in Rechnung. So kommen wir auf einen Betrag von insgesamt 10.500 Euro. Jetzt hat er natürlich eine Anzahlung von 3.000 Euro bereits geleistet und diese Anzahlung müssen wir natürlich abziehen. Das machen wir hier, also 10.500 Euro minus 3.000 Euro, kommen wir auf 7.500 Euro. Die schuldet er uns jetzt noch und das ist der Netto-Rechnungsbetrag. Die Umsatzsteuer, also unsere 19%, kommt noch oben drauf. Das sind 1.425 Euro und das macht dann einen Bruttoberechnungsbetrag von 8.925 Euro aus. Jetzt buchen wir die Rechnung noch in der Buchhaltung, also Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Da kommt der Rechnungsbetrag drauf, nämlich 8.925 Euro. Erhaltene Anzahlungen 3.000 Euro an Umsatzerlöse für Waren 10.500 Euro und an die Umsatzsteuer 1.425 Euro. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die Konten. Also das eine ist das Forderungskonto und das ist das Aktivkonto und hier findet gerade eine Mehrung statt, weil es wird im Soll gebucht. Das Konto erhaltene Anzahlung stellt ja eine Verbindlichkeit gegenüber unserem Kunden dar und ist ein Passivkonto und wir haben ja bereits vorab dieses Konto eingebucht mit insgesamt 3.000 Euro und jetzt findet nochmal eine Buchung statt und zwar auf der Sollseite des Kontos. Damit wird dieses Konto ausgeglichen, das heißt die erhaltene Anzahlung wird aufgelöst. Dann haben wir das nächste Konto, das ist das Ertragskonto Umsatzerlöse für Waren und da wird der Gesamtbetrag drauf gebucht, nämlich die 10.500 Euro
also der Warenwert inklusive der Transportleistung. Und jetzt haben wir noch unser Umsatzsteuerkonto. Das ist ja ein Passivkonto, weil es eine Schuld gegenüber dem Finanzamt darstellt. Und dieses Passivkonto mehrt sich durch die 1.425 Euro im Haben. Nach einigen Tagen erfolgt der Zahlungseingang unseres Kundens auf unserem Bankkonto und der Geschäftsfall ist dann eben die Bankgutschrift. Schauen wir an, wie wir das verbuchen. Bank 8.925 Euro, Anforderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.925 Euro und damit ist die Forderung erloschen und wir haben den Zahlungseingang auf der Bank. Schauen wir mal ein bisschen uns eben die beiden Konten an. Beides sind Aktivkonten und was hier stattfindet, ist nichts anderes wie ein Aktivtausch, nämlich aus unserer Forderung werden liquide Mittel und zwar erhöht sich unser Bankkonto. Schauen wir uns nochmal die beiden Anzahlungen an, die wir bei dem Warenabsatz und bei der Warenbeschaffung kennengelernt haben. Das eine ist eine Anzahlung eines Kunden an uns und die stellt aus unserer Sicht eine Verbindlichkeit dar, weil wir müssen ja dem Kunden gegenüber noch leisten, also die entsprechende Ware oder Leistung erbringen. Und dafür gibt es das Passivkonto erhaltene Anzahlungen. Der andere Fall ist, dass wir eine Anzahlung leisten, also in irgendeiner Weise Ware gekauft haben und vorab eine Anzahlung auf den Rechnungsbetrag machen müssen. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Aus der Sichtweise des Lieferantens ist das eine Verbindlichkeit gegen uns und aus unserer Sicht ist das eine Forderung gegenüber dem Lieferanten, weil er muss ja noch leisten. Und dafür gibt es das Aktivkonto geleistete Anzahlungen. Und vielleicht läuft das nicht immer so glatt ab, wie wir das gerade hatten, dass der Kunde nach der Lieferung auch sofort zahlt. Es könnte ja sein, dass er mit der Ware nicht zufrieden ist. Und genau das ist hier der Fall. Wir haben eine Gutschrift wegen Rückgabe. Also, was passiert? Der Kunde hat die Ware bekommen, hat auch die Rechnung bekommen, bezahlt hat er noch nicht. Und er sagt, nee, ich möchte die Ware so nicht haben, aus welchen Gründen auch immer. Und wir sind sehr kulant und sagen, okay, dann schick sie uns bitte zurück und wir erstellen dir eine Gutschrift. Eine Gutschrift löst eine Stornobuchung aus, das heißt eine umgekehrte Buchung, so dass die frühere Buchung der Rechnung storniert oder wieder aufgehoben wird. Wie funktioniert das? Schauen wir uns erstmal den Beleg an, nämlich unsere Gutschrift. Da ist er. Gutschrift über 10.000 Notizblöcke im Gesamtwert von 10.000 Euro. Wir haben Verpackung und Transportkosten ihm in Rechnung gestellt. Die müssen wir ihm natürlich auch gutschreiben. Das sind 500 Euro. Und insgesamt macht das eine Nettogutschrift von 10.500 Euro aus. Hinzu kommt natürlich die Umsatzsteuer. Die müssen wir ihm auch gutschreiben. Das ist 1.995 Euro. Kommt insgesamt eine Bruttogutschrift von 12.495 Euro heraus. Jetzt buchen wir das, also ab in die Buchhaltung. Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen 10.500 Euro, Umsatzsteuer 1.995 Euro, Anforderungen aus Lieferungen und Leistungen über 12.495 Euro. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch einen Blick auf die Konten werfen. Wir haben hier das Konto Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen. Und das ist ein Ertragskonto und auf diesem Ertragskonto wird jetzt im Soll gebucht. Das bedeutet, die alte Buchung, wie wir die Rechnung geschrieben haben, über 10.500 Euro wurde ja im Haben gebucht und durch diese Buchung gleicht sich das wieder aus. Das heißt, die 10.500 Euro sind jetzt nicht mehr auf dem Ertragskonto drauf. Das gleiche passiert auch mit der Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist ja ein Passivkonto und auf einem Passivkonto finden Mehrungen ja bekanntlich im Haben statt und Minderungen im Soll. Jetzt passiert Folgendes. Wir haben eben die Umsatzsteuer bei der Rechnungsstellung eingebucht und das war dann auf der Habenseite. Und jetzt buchen wir die Umsatzsteuer 1.995 Euro auf der Sollseite des Kontos. Damit gleicht sich auch das wieder aus. Das gleiche Spielchen haben wir auch bei dem Konto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.
Und das ist ja ein Aktivkonto. Wir haben es, wie wir die Rechnung geschrieben haben, mit einem Wert von 12.495 Euro gefüllt, heißt letztendlich im Soll gebucht. Und hier machen wir die Gegenbuchung, 12.495 Euro im Haben. Dadurch wird die Forderung gemindert und der Kunde schuldet uns jetzt nichts mehr. Kommen wir nun zur zweiten Gutschrift, nämlich zur Gutschrift wegen Preisnachlass. Der Kunde hat unsere Ware in Empfang genommen, ist aber mit der Qualität nicht ganz zufrieden und setzt sich mit uns in Verbindung. Er möchte gerne einen Preisnachlass haben. Wir prüfen die Ware und gewähren ihm 2000 Euro netto Preisnachlass. Im Gegensatz zur Gutschrift wegen Rückgabe löst diese Art der Gutschrift keine Stornobuchung aus, sondern sie mindert die Erlöse, die wir ursprünglich aus unserem Warengeschäft erzielen wollten, um den entsprechenden Gutschriftsbetrag. Dafür gibt es zwei Konten. Einmal das Ertragskonto Umsatzerlöse aus Waren. Hier wurde der volle Betrag gebucht. Und ein Ertragskonto namens Erlösberichtigung. Dies ist ein Unterkonto des Ertragskontos Umsatzerlöse aus Waren. Und hier wird die Berichtigung gebucht. Am Ende des Jahres, im Zuge der vorbereitenden Abschlussbuchungen, wird dann das Ertragskonto Erlösberichtigung über das Ertragskonto Umsatzerlöse aus Waren abgeschlossen. Warum macht man das? Ganz einfach, damit man während des Geschäftsjahres Klarheit hat, wie viel Umsatzerlöse aus Waren eigentlich erzielt worden sind, und man schaut auf das Ertragskonto Erlösberichtigung, wie oft welche Warenerlöse in irgendeiner Weise reduziert werden mussten. Schauen wir uns den Beleg an, unsere Gutschrift, und die sieht folgendermaßen aus. Gutschrift für Qualitätsmangel bei 10.000 Titzblöcken, 2.000 Euro. Natürlich müssen wir auch die Umsatzsteuer berücksichtigen, also 380 Euro Umsatzsteuer hinzu, macht insgesamt 2.380 Euro aus. Jetzt gehen wir rüber in die Buchhaltung. Und dann müssen wir die Sache noch buchen mit der Gutschrift. Also Erlösberichtigungen 2000 Euro, Umsatzsteuer 380 Euro, Anforderungen aus Lieferungen und Leistungen 2380 Euro. Jetzt werfen wir natürlich noch einen Blick auf die Konten, denn das ist ganz spannend, was hier so passiert. Also einmal haben wir das Konto, das Ertragskonto Erlösberichtigungen, und auf diesem Konto wird im Soll gebucht. Dadurch werden die Erlöse gemindert. Im Zuge der vorbereitenden Abschlussbuchungen wird dann das Erlösberichtigungskonto über das Konto Umsatzerlöse aus Waren abgeschlossen und mindert diesen Warenwert. Das nächste Konto ist das Passivkonto der Umsatzsteuer, und dort wird 380 Euro ebenfalls im Soll gebucht. Es ist ja ein Passivkonto und Mehrungen stehen im Haben, Minderungen im Soll. Dadurch wird die Umsatzsteuer um 380 vermindert. Des Weiteren haben wir unser Forderungskonto. Da haben wir natürlich die ursprüngliche Forderung drauf gebucht. Und das Forderungskonto ist ein Aktivkonto. Was passiert jetzt hier? Auf dem Aktivkonto stehen Mehrungen im Soll und Minderungen im Haben, und das hier ist eine Habenbuchung. Also wird auf dem Konto Forderung aus Lieferung und Leistung 2380 Euro der Gesamtbetrag vermindert. Jetzt müssen wir uns noch mit dem Kundenskonti beschäftigen, und da gehen wir am besten von einem kleinen Fall aus, nämlich, dass wir generell ein Zahlungsziel von 30 Tagen anbieten, aber wenn unser Kunde liquide ist und möchte früher zahlen, zum Beispiel innerhalb von 7 Tagen, dann gewähren wir ihm einen 2%igen Abzug auf den Rechnungsbetrag, und das ist dann der Skontoabzug. Das Skonto ist aus unserer Sicht eine Minderung des Warenwertes bzw. eine nachträgliche Minderung unseres Umsatzerlöses und geht natürlich in die Erfolgsrechnung mit ein. Dazu gibt es extra ein Ertragskonto, das heißt Kundenskonti, und hierauf wird dieser Betrag gebucht. Das Konto Kundenskonti ist ein Unterkonto des Ertragskontos Umsatzerlöse aus Waren und wird später im Rahmen der vorbereitenden Abschlussbuchungen über dieses Konto abgeschlossen.
Schauen wir uns zunächst nochmal den Beleg an. Also, wir haben hier unsere 10.000 Notizblöcke, die der Kunde bestellt hat, für 10.000 Euro zuzüglich Verpackung und Transport, nochmals 500 Euro. Das ergibt dann einen Netto-Rechnungsbetrag von 10.500. Und da kommt natürlich noch die Umsatzsteuer hinzu, also plus 19%, das sind 1.995 Euro. Dann kommen wir zum Bruttorechnungsbetrag von 12.495 Euro. Den kann er nun bezahlen innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug oder innerhalb von 7 Tagen mit 2% Skontoabzug. Zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung, also als wir die Rechnung an unseren Kunden ihm zugestellt haben, wissen wir natürlich nicht, ob er mit Skonto zahlt oder ohne. Also gehen wir davon aus, dass er ganz normal bezahlt und buchen einfach mal die Ausgangsrechnung. Das haben wir eben schon mal gemacht, deswegen machen wir es hier ganz schnell. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, das sind die 12.495 Euro an Umsatzerlöse für Waren. Das sind 10.500 Euro an Umsatzsteuer, 1.995 Euro. Jetzt passiert Folgendes, der Kunde entschließt sich zu einer schnellen Zahlung, weil er natürlich den Skontobetrag nutzen möchte und überweist den skontierten Rechnungsbetrag, also den Rechnungsbetrag abzüglich 2% Skonto auf unser Bankkonto. Jetzt müssen wir natürlich die Sache ein bisschen differenziert betrachten, weil wir zwei Positionen haben. Das eine sind die Umsatzerlöse und das andere ist die Umsatzsteuer, denn die 2% wirken sich ja auf beide Faktoren aus. Also rechnen wir erstmal 2% von 10.500, das sind die Umsatzerlöse und wenn wir das jetzt ausrechnen, kommt da 210 Euro raus. Nochmal kurz die Rechnung, 10.500 Euro mal 0,02, das sind dann die 2%. Das gleiche machen wir mit der Umsatzsteuer, 2% von 1.995 Euro und hier nochmal die Rechnung, 1.995 Euro mal 0,02 gibt 39,90. Jetzt müssen wir natürlich die Sache noch buchen und das geht wie folgt, wir haben einen Zahlungseingang auf der Bank von 12.245,10 Euro. Das ist der Rechnungsbetrag abzüglich 2% Skonto. Unser Kunde hat also Skonto genutzt. Und wir buchen Bank 12.245,10. Kundenskonti, das ist jetzt die Ersparnis, 210 Euro. Und Umsatzsteuer 39,90 Euro. An Forderungen aus Lieferungen und Leistungen über 12.495 Euro. Jetzt müssen wir uns die Konten noch etwas genauer anschauen. Gehen wir erstmal rein auf das erste Konto. Das ist unser Bankkonto und das ist ein Aktivkonto. Hier findet eine Mehrung statt. Es wird im Soll gebucht. Gehen wir weiter auf das nächste Konto. Das ist ein Ertragskonto und das ist unser Kundenskonti. Und hier werden 210 Euro im Soll gebucht. Und weil es ein Ertragskonto ist, ist diese Buchung eine Minderung. Dann haben wir noch das Konto Umsatzsteuer. Und hier werden 39,90 Euro gebucht. Und das ist ein Passivkonto. Ein Passivkonto verringert sich, wenn im Soll gebucht wird. Und genau das passiert hier. Hier wird nämlich die Umsatzsteuer korrigiert, um die 2% Nachlass eben anteilig von der Umsatzsteuer. Dann gibt es noch das Konto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Das ist ein aktives Bestandskonto. Und was passiert hier? Hier wird die Forderung ausgebucht. Das heißt, die 12.495 Euro werden auf diesem Konto im Haben gebucht. Und dadurch verringert sich unsere Forderung. Ist ja ganz klar, der Kunde hat ja bezahlt. Und die 12.495 Euro sind damit erledigt. Fassen wir nur kurz ein paar abschließende Worte zum Kundenskonti zusammen. Ein Skonto mindert grundsätzlich den Rechnungsbetrag und wirkt sich natürlich auch auf unseren Erfolg, sprich auf unser Ertragskonto Umsatzerlöse aus Waren aus. Jedoch nicht sofort, sondern mittelbar über ein entsprechendes Unterkonto und das heißt in diesem Fall Kundenskonti. Die Umsatzsteuer, die wir
aufgeschlagen haben, reduziert sich natürlich auch um 2%. Deswegen müssen wir dies noch korrigieren. Und das machen wir durch eine Buchung auf dem Passivkonto Umsatzsteuer. Hier wird der Differenzbetrag im Soll gebucht, also wird die Umsatzsteuer reduziert, weil wir ja auch weniger Umsatzsteuer eingenommen haben, die wir dann auch entsprechend berichtigt an den Staat weiter abführen müssen. Im Rahmen der vorbereitenden Abschlussbuchungen, also am Ende eines Geschäftsjahres, wird dann das Unterkonto Kundenskonti über das Ertragskonto Umsatzerlöse aus Waren abgeschlossen und aufgelöst. Und genau das gucken wir uns jetzt mal an. Hier auf dem Umsatzerlöskonto aus Waren haben wir unsere Forderung von 10.500 Euro gebucht, und zwar im Haben. Und jetzt hat der Kunde ja bezahlt und wir mussten ihm Skontonachlass gewähren. Das waren insgesamt 210 Euro. Die haben wir hier auf dem Kundenskonto erfasst. Und zum Ende des Jahres kommt dann die Korrekturbuchung. Das bedeutet, wir schließen das Kundenskonti-Konto ab über das Umsatzerlöskonto, und das passiert mit der folgenden Buchung, nämlich Umsatzerlöse aus Waren an Kundenskonti über 210 Euro. Das bewirkt dann folgende Buchung. Hier sind die 210 Euro auf dem Umsatzerlöskonto aus Waren, und man sieht hier, dass der Saldo 10.210 beträgt, also wird die ursprüngliche Forderung, die Nettoforderung von 10.500 Euro reduziert über die 210 Euro auf insgesamt 10.290 Euro. Und unser Unterkonto, also das Konto Kundenskonti, dies ist jetzt ausgeglichen, weil die 210 Euro auf beiden Seiten im Soll und im Haben vorkommen. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Videotrainings zum Warenabsatz. Und da fassen wir nochmal kurz das Behandelte zusammen. Das erste, was wir kennengelernt haben, waren die Sofortrabatte, die in der Buchhaltung keine große Besonderheit spielen, weil sie direkt abgezogen werden. Es wird grundsätzlich immer nur vom tatsächlichen Warenwert ausgegangen, und das erleichtert uns die Sache doch sehr. Außerdem haben wir Verpackungs- und Transportkosten kennengelernt, und diese stellen aus der Sicht des Verkaufs, wir haben ja geliefert, eine zusätzliche Leistung von uns dar, und die wandern genauso wie der Warenwert auf das Ertragskonto Umsatzerlöse aus Waren. Dann haben wir die Anzahlung kennengelernt, also der Kunde leistet bei uns eine Anzahlung, diese haben wir dann verbucht auf unserem Passivkonto erhaltene Anzahlung, und das stellt natürlich eine Verbindlichkeit unsererseits gegenüber dem Kunden dar. Wir müssen jetzt liefern oder eben ihm das Geld zurückgeben. Wir haben eine Gutschrift wegen Rücksendung kennengelernt, und die war relativ einfach, weil es war genau die umgekehrte Buchung zur Rechnungserfassung. Also eine Gutschrift wegen Rücksendung löst eine Stornobuchung aus, und dies ist eben deswegen der Fall, weil die Ware auch zurückkommt, bei uns wieder vorhanden ist und nicht in irgendeiner Weise gemindert wird. Sie ist eben nicht verkauft worden, und aus diesem Grund macht man das Ganze rückgängig. Hier werden folgende Konten noch mit berührt: einmal das Ertragskonto Umsatzerlöse für Waren, das Passivkonto Umsatzsteuer und das Aktivkonto Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Wir haben dann auch noch die Gutschrift wegen Preisnachlass kennengelernt, und die ist nicht ganz so einfach gewesen wie die Gutschrift wegen Rücksendung. Was passiert beim Preisnachlass? Wir gewähren unserem Kunden einen Nachlass, und diesen Nachlass müssen wir erstmal auffangen, und dafür gibt es ein Ertragskonto namens Erlösberichtigungen. Hier wird also zunächst der Nachlass auf den Warenwert gebucht, und im Rahmen der vorbereitenden Abschlussbuchung wird dieses Konto, was ein Unterkonto des Ertragskontos Umsatzerlöse aus Waren ist, genau hierüber dann auch abgeschlossen. Das bedeutet, unser Preisnachlass wandert von dem Ertragskonto auf das Umsatzerlöskonto und mindert dort unsere Umsatzerlöse, und dann stimmt wieder alles. Ganz wichtig, auch bei dieser Sache müssen wir natürlich die Umsatzsteuer korrigieren.
Das letzte, was wir kennengelernt haben, war das Kundenskonti. Und das sah ja folgendermaßen aus: Wenn unser Kunde frühzeitig bezahlt, dann gewähren wir ihm eine Ermäßigung. Und diese Ermäßigung, in unserem Fall war das 2%, die müssen wir natürlich auch erfassen. Und dafür gibt es das Ertragskonto Kundenskonti. Hier kommt also der ermäßigte oder die ermäßigte Differenz zum Tragen und wird auf dieses Konto eingebucht. Und später, auch wieder im Rahmen der vorbereitenden Abschlussbuchungen, wird das Konto Kundenskonti über das Ertragskonto Umsatzerlöse aus Waren abgeschlossen und dort findet dann eine Minderung statt. Natürlich müssen wir auch noch die Umsatzsteuer korrigieren, weil die 2% beziehen sich ja auf den Rechnungsbetrag und der besteht zum einen aus der Umsatzsteuer und zum anderen aus dem Warenwert. Und aus diesem Grund, wie gesagt, müssen wir die Umsatzsteuer auch noch korrigieren. Das passiert dann ganz normal über das Passivkonto Umsatzsteuer.